So, Bayern, Bayern, Bayern. Da, Bayern. Na, wie war es in Hatmandor? Ich würde sagen, es war eine Reise wert. Kann ich mir vorstellen. Aber soll ich dir was sagen? Ich würde lieber die Regierungsleute begraben als meine Freunde hier. Vielleicht wird ja jetzt alles besser. Du hast dich an unsere Abmachung gehalten, habe ich erfahren. Hier, nimm das. Hoffentlich wird es dir etwas nützen. Hört sich gut an. Ich könnte ein neues Handwerk lernen. Hier, lies das. Das Lehrbuch der Totengräber. Eine perfekte Anleitung. Alles, was ich weiß, habe ich aus diesem Buch. Aber du musst es mir zurückgeben. Es ist ein Geschenk von meinem Opa. Alles klar. Ja Mensch, was für ein Geschenk, das Lehrbuch des Totengräbers. Ja gut, werde ich. Viel Spaß beim Lesen. Ob ich da. Oh, 1500 Auras! Das hat sich aber echt gelohnt jetzt. Also insgesamt, wenn man mal guckt, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, das Lehrbuch des Totengräbers. Da. Nee, das ist. Die, doch, hier, doch, die kleine Bestattungsfibel. Aha. Okay, was haben wir ja schon alles drin? Aha, viele Seiten. Gut, hat mir wahrscheinlich. Doch, es hat mir durchs Lesen hat es mir einen Skillpunkt gegeben. Das ist gut. Den investiere ich dann auch irgendwann, sobald ich wieder weiß, worin ich jetzt Skillpunkte investieren möchte. Denn ich will jetzt nicht einfach so random verteilen, denn ich möchte die ja schon so ein wenig an meinen Spielen anpassen. Denn nur so macht es wirklich Sinn. Und deswegen, ja, verteile ich die erstmal noch nicht, sondern warte einfach ab. Gut, wir gehen jetzt zurück nach Hatmandor. Beziehungsweise nach Shesnada, denn in Shesnada sollen wir uns nochmal zu Jared begeben, denn ja, der kriegt wahrscheinlich gleich ganz schön auf die Fresse. So, der Mordauftrag. Genau. Basil hat mich beauftragt, Jared zu töten. Das ist wirklich eine blöde Sache. Immerhin hat mir Jared geholfen und er scheint ein anständiger Bursche zu sein. Also helfe ich nun Basil, um mir sein Vertrauen zu verdienen, oder helfe ich ihm nicht? Schwieriger Fall. Ja, diesmal hat sogar mal mit dem Lesen funktioniert. So, da geht's hin zum Mordauftrag. Alles klar, los geht's. Nee. So, ich bringe hier natürlich jetzt niemanden um. Hui! Ich flitze durch die Städte, durch die Straße. Schalalalalala. Und ein Sprung nach vorne. So, fuck yeah. Gut. Was machen wir da? Da vorne ist irgendwo sein Haus. Ich glaube, das war hier genau geradeaus. Oh Tu es nicht. Was? Ihn umbringen. Okay. Ja, Risa ist jetzt hier und sie bittet uns, den armen Jared nicht zu töten. Ich bin gespannt, warum. Sagst du das aus einem bestimmten Grund? Du kennst den Grund. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wem willst du was vormachen? Und wie weit willst du eigentlich noch gehen? Ich muss tun, was nötig ist. Ich kann nicht erwarten, dass du es verstehst, aber es kommt nicht auf Mirage, Basil oder auf Jared an. Ich bin hier in einer ganz anderen Angelegenheit. Dann bring ihn dazu, die Stadt zu verlassen. Und sag Basil, dass du den Job erledigt hast. Ich werde darüber nachdenken. Okay, also Risa bittet uns, dass wir Jared am Leben lassen und ihn lieber. Ja, überreden, die Stadt zu verlassen, das wäre unsere neutrale Option und ich glaube, das sollten wir auch machen. Jared. Dich schicken sie, ne? Das ist schon fast komisch, findest du nicht? Du hast gewusst, dass sie dir auf die Pelle rücken. Naja, vielleicht nicht gerade heute. Andererseits breitet sich die Paranoia in ihren Kreisen schneller aus als ein Buschfeuer. Da reicht schon ein kleiner Funke irgendwo. Basil hat so ähnlich daher geredet wie du. Wundert mich nicht. Tja, vor ein paar Tagen hast du noch Medizin für meine arme Mutter besorgt. Aber jetzt hat Basil dich bei den Eiern, stimmt's? Jared. Aber hey, ich verstehe dich doch.
Ich versteh's vollkommen. Wenn mir nicht der Arsch auf Grundeis gegangen wäre, dann würde ich jetzt bei irgendeinem armen Arschloch vor der Tür stehen und ihm seine Grabrede halten. Naja, sei's drum. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Und dass es das alles wert war. Wonach suche ich denn? Was weiß ich? Irgendwas, wofür sich die ganze Scheiße hier lohnt. Wofür sich das Morden lohnt. Ich dachte, meine Mutter wäre ein guter Grund. Ich konnte mir jedenfalls keinen besseren Grund vorstellen. Aber du hast offenbar einen noch besseren Grund. Ja, jetzt können wir sagen, tschüss, Amigo. Oder wir sagen, er soll von dann ziehen. Und weil ich natürlich so nett bin, lasse ich ihn natürlich gehen. Auch wenn mir seine Rede da gerade ganz schön auf die Nerven ging. Aber gut, ich meine, er rechnet damit, jetzt jeden Moment abgestochen zu werden. Dementsprechend wäre ich da auch ein bisschen pissig. Du kannst gehen. Verschwinde von hier. Bitte was? Nimm deine Mutter und verschwinde von hier. Zu keinem Freund ein Wort. Besorgt euch neuen Namen. Ihr verschwindet vollkommen von der Bildfläche. Ihr seid niemals in Hatmandor gewesen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mutter! Leg dir einen Mantel um. Wir gehen nochmal raus. Ja, jetzt haben wir Jared laufen lassen. Hoffen wir nur, dass Basil uns die ganze Geschichte glaubt. Und wir knacken noch ein Schloss. So, und geknackt. Immerhin haben wir ihm das Leben geschenkt. Jetzt kann er uns seine ganzen... sein Tagebuch. Ach, sehr interessant. Sollten wir vielleicht auch mal einen Blick hineinwerfen. Da könnte etwas Interessantes drinstehen, was uns hier weiterbringt. Ja, und noch eine exotische Frucht nehmen wir auch noch mit. Ja, wie gesagt, wir haben Jared das Leben geschenkt. Jetzt kann er uns seine Wertgegenstände schenken. Ja, schön, ne? Alles klar. Deswegen werfen wir schnell einen Blick auf sein Tagebuch. Wo haben wir es? Jareds Tagebuch. 27. Sikorn 317. Ich bin erledigt. Ich bin so erledigt. Diesmal hat mich Valoran endgültig am Wickel. Wenn ich nicht zustimme, für ihn zu spitzeln, will er Basil stecken, dass ich es war, der die Arbeiterlöhne gestohlen hat. Mir bleibt wohl keine Wahl. Allein schon wegen Mutter. Sie würde allein nicht klarkommen. Sie braucht mich. 4. Koskaer 317. Ihr Götter, ich muss vollkommen verrückt sein, das wirklich durchzuziehen. Heute habe ich Valoran die erste Information gegeben. Wenn mich jemand gesehen hat, bin ich ein toter Mann. Das wäre das traurige Ende für den verrückten Jared. 13. Koskaer 317. Mutter geht's gar nicht gut. Der Doktor sagt, dass sie wahrscheinlich den roten Tod hat. Sie wird wohl die nächsten Wochen im Bett bleiben müssen. Und selbst dann hat sie nur eine Chance, wenn sie Medizin bekommt. Ich muss ihr unbedingt Wüstentau besorgen. 21. Koskaer 317. Wieso habe ich mich auf diese Schnapsidee eingelassen? Ich komme mit so viel Stress einfach nicht klar. Am Tag ein Verbrecher und nachts ein Informant. Allein beim Gedanken daran, dass Mirage seine Männer überall hat, dreht sich mir der Magen um. Scheiße, er hat ja sogar einige Leute in der Stadtwache. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich auffliege und mir die Kehle durchgeschnitten wird. Oder Schlimmeres. 23. Koskaer 317. Mutter geht's wieder schlechter. Sie hustet die ganze Zeit. Ich muss irgendwo noch mehr Wüstentau herbekommen. 4. Blad 317. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hab ich's geschafft, bis jetzt am Leben zu bleiben. Aber wem mache ich was vor? Ich kann mir meinen Sarg schon mal zimmern lassen. Falls ich die nächsten Tage nicht überleben sollte und du mein Tagebuch finden solltest, mach's gut, Mutter. Denk immer daran, dass ich dich liebe und die ganze Scheiße nur für dich gemacht habe. Ja, Jared. Aber Ende gut, alles gut. Zum Glück habe ich ihn nicht umgebracht und erst dann das Tagebuch gefunden, denn dann hätte ich jetzt ganz schöne Gewissensbisse. Ja, die habe ich nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt Basil erstmal eine Geschichte auftischen, aber ich denke, das bekomme ich auf alle Fälle hin. Deswegen geht es jetzt erstmal zurück zu ihm. Und dann hoffe ich, dass ich hier auch bald mal Infos zum Tower of Fangs kriege, denn ich bin jetzt hier schon eine ganze Weile unterwegs und irgendwann, ja, will ich hier ja auch mal in der Story weiterkommen und hier nicht nur irgendwelche Laufburschenaufgaben
für irgendwen machen. So. Ich würde sagen, ich nehme den schnellen Weg nach Hatmandor. Mit dem Teleporter. Hatmandor. Hat man hier nicht Hatmandor. So, und dann geht's hier zu Basil in die Kneipe. Oh, die Musik klingt schon so bedrohlich. Mein Gott, ob sie meinen Betrug bereits gemerkt haben. Ob ich schon der Nächste bin auf ihrer Totenliste. Ja, und selbst wenn, dann mache ich hier einfach alle platt, denn ich bin hier eh der Stärkste. Wer bist du? Aha, du bist ein Niemand. Und da ist Basil. Basil? Hallo? Jetzt. Ist alles erledigt? Ja, inklusive der Mutter. Und ich habe es so hingedreht, dass die Leute denken werden, dass beide die Stadt über Nacht verlassen haben. Kreativ, das muss man dir lassen. Mirage fängt an, sich für dich zu interessieren. Ich dachte, niemand weiß, wer er ist. Weiß auch niemand. So gut wie niemand. Er teilt sich uns über einen einzigen Kontaktmann mit. Tong. Wo kann ich ihn finden? Hey, langsam. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich habe dich nur hierher gebracht, um unsere Abmachung zu erfüllen. Ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren, wie deine jüngsten Aktivitäten so aufgenommen werden. Mehr nicht. Der Captain, wo finde ich ihn? Der Captain, wo finde ich ihn? An so eine Information komme ich auch nicht so leicht heran. Ich kann dir nur seinen Namen nennen. Felonon Numen. Kein Wunder, dass alle nur Captain sagen. Sein Name ist nicht typisch für die Gegend. Früher hat er einen Schlachthof gehabt, in Cessna da. Als die Schergen der Regierung ihn enteignet haben, hat er Blut gerochen. Sie wollten ihn verhaften, aber er hat 3 Wachen umgelegt, bevor sie überhaupt gemerkt haben, was Sache ist. Seitdem rekrutiert er Leute. Aber er bewegt nicht viel, das verdammte Arschloch. Mit seiner beschissenen Guerillataktik macht er uns nur das Leben schwer. Zerstört Lieferungen, die wir eigentlich rauben wollten. Bringt die Wachen um, die wir fürs Wegsehen bezahlt haben. Aber was ist eigentlich dein Interesse dabei? Was Persönliches. Eine Vendetta also? Ja, du brauchst nichts zu sagen. Ich kenne diesen Blick. Ich könnte dich nicht aufhalten, selbst wenn ich es wollte. Was kannst du mir über den Tower of Fangs sagen? Was kannst du mir über den Tower of Fangs sagen? Nur darüber zu sprechen hat so manchem schon den Tod gebracht. Und ich rede von kräftigeren Kerlen, als du und ich es sind. Man erzählt sich, Gandoha persönlich hat einen Schutzzauber darauf gelegt. Ich weiß ja, dass du eine Ader für todbringende Missionen hast, aber glaub mir, es gibt schlimmere Dinge als den Tod. Gerüchten zufolge gibt es nur einen, der den Turm betreten hat. Der Captain. Aber die Leute reden viel. Man erzählt sich zum Beispiel, dass er ein Pferd aus Kristall reitet. Kannst du mir etwas über Risa sagen? Freut mich, wenn dir mein Neuzugang gefällt. Sie hat einen Job gebraucht, das war vor ein paar Wochen. Ich konnte nicht Nein sagen, als sie zu mir gekommen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ich könnte ja ein Treffen arrangieren zwischen euch beiden, an einem ungestörten Plätzchen. Aber ich glaube, so viel Geld hast du nicht. Danke, ich weiß es zu schätzen. Ebenso. Bevor du gehst... Tut mir leid, Basil, aber... Entspann dich, es ist nur ein Angebot. Was für eine Art von Angebot? Ich arrangiere Kämpfe von Zeit zu Zeit. Also, falls du jemals das Gefühl hast, du könntest ein bisschen Gold gebrauchen. Leg los. Die Kämpfe finden im Pain Dome statt. Das ist die Arena, in der die Bruderschaft trainiert hat. Sprich mit Harren. Ach ja, sag ihm, du kannst einen Schoppen Blut schlucken, bevor dir schlecht wird. Dann weiß er, dass du von mir kommst. Ja, aber diese ganzen Codewörter. Aber immerhin haben wir 2500 Auras erhalten, ein Skillbuch bekommen. Und wir haben ja jetzt die Möglichkeit, an Arena-Kämpfen teilzunehmen. Aber wir müssen dann doch eher der Sache mit dem Tower of Fangs so langsam nachgehen.
und wir müssen den Captain finden. Immerhin hat uns Basil jetzt seinen richtigen Namen verraten. Und ja, damit kommen wir doch schon mal weiter. So, genau, Giftpfeile habe ich gelernt, Skillbuch des Wissens, habe ich jetzt Wissen gelernt. Alles klar, Goodie. Was sagt meine Quest? Okay. Okay, von hier aus komme ich jetzt nur zum... Okay, hier habe ich eigentlich jetzt alles gemacht. Zum Pain Dome, das könnte ich jetzt höchstens machen. Naja, vielleicht finde ich ja jetzt auf dem Weg nach draußen irgendwas. Manchmal ist das ja so. Dann läuft einem zufällig jemand über den Weg und man kommt so im Spiel weiter. Vielleicht ein Gespräch mit Risa? Nee.